Liebe Freunde unseres Beckumer-Karnevals, liebe Närrinnen und Narren, 11.11., 11.11 Uhr, das ist ein besonderer Tag, eine besondere Zeit für unseren heimischen Karneval. Dieser Tag hat Karnevalstradition nicht nur in unserer Stadt Beckum, sondern in allen Karnevalshochburgen dieser Welt. Und doch ist diesmal alles ganz anders, als wir es gewohnt sind. Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff und macht unseren geliebten Karneval in diesem Jahr in unserer bewährten Form nicht möglich. Das tut uns allen richtig weh. Da blutet den Karnevalsfreunden hier in unserer Stadt ganz besonders und ganz besonders in unserer Stadt das Herz. Und doch ist es nicht zu ändern. Wir werden in der heute beginnenden Session auf Feste, Sitzungen und auf unseren Straßenkarneval mit den Umzügen verzichten müssen. Unsere geliebten Veranstaltungen werden in der Session nicht stattfinden können. Sie werden komplett ausfallen. Unseren Karneval, und das könnt ihr mir glauben, das ist Fakt in unserer Stadt, wird dieses Virus aber trotzdem nicht angreifen können. Es wird uns den Karneval in unserer Stadt nicht nehmen können. Im Herzen starten wir nämlich heute alle gemeinsam in eine närrische Session. Und wenn wir den Startschuss nicht gemeinsam auf unserem Marktplatz vor dem alten Rathaus genießen können, dann machen wir es in dieser Form und erscheinen auf dem Bildschirm und feiern zu Hause in der Wohnstube, vor Bildschirm oder vom Handy oder vom Tablet. Die Session beginnt also trotz vieler, vieler notwendiger Einschränkungen, die wir alle in Kauf nehmen müssen. Und wir feiern unseren Karneval eben ein Jahr anders. Wir freuen uns jetzt schon auf das Jahr 2022, wenn alles in gewohnter Form wieder funktionieren wird. Dann wird unser Kater Rumskidi, unser Heinz Josef, auch wieder in seinem schwarzen Katerkostüm mit uns gemeinsam durch die Straßen ziehen. Wir bitten euch nochmal an dieser Stelle, alle zusammen, bleibt bitte am 11.11. zu Hause und geht kein Risiko ein, denn wir möchten mit euch allen gemeinsam wieder feiern und das mit gesunden Karnevalsfreunden. Auf unseren Karneval, auf dass wir diese Zeiten gut überstehen, ein dreifaches Rumskidi. 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 Liebe Narren und Narren, Karneval in Beckum kann nur Karneval in unserer Püttstadt sein, wenn es dabei auch Verse gibt. Diese Verse müsst ihr ertragen, ob draußen oder drinnen, ob im kleinen oder im großen Kreis. Präsident Krogmeier ohne Verse geht nicht im Karneval. Und deswegen, hört zu, sie sind in diesem Mal auch ganz anders. Sie fangen nur genauso an. 11.11., 11.11 Uhr, es ist endlich soweit. Wir starten in Beckum in die närrische Zeit. Die Karnevalssession beginnt an diesem Tage, trotz der Corona-Pandemie, gar keine Frage. Feiern und Veranstaltungen, die fallen überall aus. Wir Karnevalisten bleiben alle, da bin ich mir sicher, zu Hause. Doch Tradition und Frohsinn sind das, was wir lieben. Unser Bacillus wird auch diesen Virus besiegen. Galasitzung und Rosenmontagszug sind zwar abgesagt. Es gibt keinen neuen Prinzen. Traurig, aber das ist Fakt. Doch im Herzen, da feiern wir weiter unseren Karneval, freuen uns auf die Session 2022 auf jeden Fall. Heute verabschieden wir die Tollität nach einem tollen Jahr, lieber Thomas. Unseren Thomas, für den wurden närrische Träume wahr. Den Stadtschlüssel, den gibt er gleich wieder ab. Er bleibt aber noch ein ganzes Jahr, was hast du ein Glück, der Prinz in unserer Stadt. Michael Gerd-Henrich, neu im Bürgermeistergewand, erhält jetzt den Schlüssel aus der Prinzenhand. Unser Karneval, der ist auch bei Corona eine Riesenschau. Auf unserem Beckumer Karneval und jetzt alle so laut es geht, ein dreifaches Rumskidi. Hello. Rumskidi. Hello. Rumskidi. Hello. Alle sind dann nur drei weit auseinander, Corona-Zeiten eben.